40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 26. Today we have day 26. Und es geht um das Thema Abendmahl. And we have the theme the Lord's Supper. Abendmahl und Reich Gottes gehören zusammen. The Lord's Supper and the Kingdom of God go together. Und wie das zusammenhängt, wollen wir zusammen lesen. And how this is connected, we now read together. Jesus spricht in Lukas Kapitel 20. Jesus talks in Luke 22 verse 15. Mich hat herzlichst verlangt, das Passahlamm mit euch zu essen. And he said unto them, with desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Ja, ehe ich leide. Denn ich sage euch, because I tell you, dass ich nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. I will not anymore eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach. And he took the cup and gave thanks and said, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Take this and divide it among yourselves. Denn ich sage euch, for I say unto you, ich werde von nun an nicht mehr trinken. I will not drink von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. Und er nahm Brot, dankte, brach's und gab ihnen und sprach. And he took bread and gave thanks and break it and gave unto them and said, das ist mein Leib, this is my body, der für euch gegeben wird, which is given for you. Dies tut zu meinem Gedächtnis. This do in remembrance of me. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach. Likewise also the cup after supper saying, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. This cup is the New Testament in my blood, das für euch vergossen wurde, which is shed for you. Jesus erklärt hier deutlich, Jesus explains here clearly, dass das Reich Gottes und Abendmahl zusammengehören, that the kingdom of God and the Lord's Supper go together, bis das Reich Gottes kommt, until the kingdom of God is coming. Und warum gehört es zusammen? Why does it belong together? Was hat es für Zusammenhänge miteinander? What are the connections? Wir erkennen hier, dass das Abendmahl, das wir als Gemeinde nehmen, hat was mit einem Gedächtnismahl zu tun. And we realize that the Lord's Supper that we partake of together has to do with a memory meal. Ja, wir sollen uns erinnern, immer wenn wir das Abendmahl nehmen. We should always remember or be reminded when we take the Lord's Supper. Ja, und Jesus sagt hier, das ist der neue Bund in meinem Blut. And Jesus said, this is the new covenant in my blood. Jesus hat also gesagt, erinnert euch. Jesus said, remember. Aber gleichzeitig ist es der neue Bund in meinem Blut. And at the same time, there is the covenant of blood in that Lord's Supper. In diesem Moment, als Jesus dieses letzte Abendmahl genommen hat, and the moment when he took the last supper with his disciples, hat ein Blutsbund begonnen mit uns. He started a blood covenant with us. Das ist der neue Bund in meinem Blut. And that is the new covenant in my blood. Und das ist hat eine mächtige Auswirkung in der Bibel. And that has a powerful effect in the Bible. Beschäftige dich mit diesem neuen Bund in seinem Blut. Yeah, you should really study the new covenant in his blood. Schon die erste Gemeinde. Already the first church. Wir lesen es in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42. We read that in Acts 2:42. Hatte Wert drauf gelegt auf vier grundlegende Dinge. He really put emphasis on four very important issues. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, Nummer 1. Yeah, they were together and and listened to the teachings of the apostles. Und sie waren in der Gemeinschaft. And they lived in fellowship. Und im Brechen des Brotes. And in breaking the bread. Und in den Gebeten. And in prayer. Sie hatten also Gemeinschaft zusammen. They had fellowship together. Die Lehre hatten sie zusammen. They had the teaching Gebete together. Zusammen. They prayed together. Aber auch Brechen des Brotes. But also they broke the bread together. Weil Jesus ihnen gesagt hat, das ist wichtig für die Gemeinde. Because Jesus told them that this is very important. Und diese vier Fundamente der Gemeinde, and these four foundations of the church, sind wichtig für die Zukunft der Gemeinde. Are also very important for the future of the church. Möchte dich ermutigen, dass du auch das Abendmahl auch in der Gemeinde nimmst. And I want to encourage you also to take the Lord's Supper in your churches. Die erste Gemeinde hat das gemacht. The first church did that. Wir lesen in 1. Korinther Kapitel 11. In 1 Corinthians verse 11 we read Vers 23. Verse 23. Und da steht drin,
And there says, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. For I have received of the Lord, which also I delivered unto you. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Und als er dankte, brach er es und sprach. And when he had given thanks, he broke it and said, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Take it, this is my body, which is broken for you. Dies tut zu meinem Gedächtnis. This do in remembrance of me. Hier haben wir es wieder. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Now there again, here we are to do that in memory of him. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch trinkt, wird des Leibes, des Blutes des Herrn schuldig sein. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Denn wer isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Mm-hmm. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein guter Teil sind entschlafen. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Wenn wir aber, wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. For if we would judge ourselves, we would not be judged. Wenn wir vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt Gericht verurteilt werden. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Der Apostel Paulus erklärt hier. The Apostle Paul declares here, wenn wir das Abendmahl nehmen, when we partake of the Lord's Supper, hat das was mit dem Gedächtnismahl zu tun. Then it is a memory meal. Und zweitens, and second, wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. We are announcing the death of Jesus Christ until he comes back. Ist ein Verkündigungsmahl. Yeah, we are proclaiming. Ist ein Gedächtnismahl oder ein Verkündigungsmahl? That it is a memory meal and a proclaiming meal. Und das ist der neue Bund in meinem Blut. And it's the new covenant in his blood. Was ist geschehen am Kreuz? What happened on the cross? Was ist da geschehen durch diesen Bund? What happened on the cross through this covenant? Was ist geschehen, wo Jesus sein Blut vergossen hat? What happened when Jesus shed his blood? Was verkündigen wir, bis er kommt? What do we proclaim until he comes back? Und da gab es einen Tausch am Kreuz. There was an exchange on the cross. Jesus nahm die Sünde, Nummer 1. Jesus took sin. Und gab uns seine Gerechtigkeit. And gave us his righteousness. Nummer 2, er trug unsere Krankheit. Second, he carried our diseases und gab uns seine Heilung. And gave us his healing. Nummer 3. Number 3. Er hat die Strafe auf sich genommen. He took the punishment upon himself. Damit wir durch seine Strafe Frieden bekommen. So that because of his punishment we become peace. Jesus wurde arm um unseretwillen. Jesus became poor on our behalf. Damit wir um seine Armut reich werden können. That we become rich in on his behalf. Nummer 5, er hat den Fluch auf sich genommen. Number 5, he took the curse upon himself. Damit wir durch seinen Fluch, damit wir diesen getragenen Fluch den Segen erben dürfen. So that through his carrying the curse we can receive the blessing. Und Nummer 6 ist das Beste. And number 6 is the best. Er schmeckte den Tod. He tasted death. Damit wir Leben haben dürfen. That we can have life. Das verkündigen wir mit dem Abendmahl. And that we proclaim with the Lord's Supper. Sein Verkündigungsmahl. It is a proclamation meal. Und jedes Mal, wenn du das Abendmahl zu dir nimmst, and every time when we partake of the Lord's Supper, stimmst du mit dem gesamten Werk Jesu überein. We are in agreement with the total redemption of Jesus Christ. Und du hast Teil am Werk und am Blute Jesu. And you are part of the ministry and the blood of Christ. Abendmahl bedeutet also Gemeinschaft zu haben mit Jesus. The Lord's Supper means to have fellowship with the Lord Jesus Christ. Und auch miteinander. And with each other. Da wir auch sein Leib sind. Because we are his body.
Wir wollen noch eine Bibelstelle lesen in Johannes Kapitel 6. And we want to read another scripture in John 6. Vers 53. Verse 53. Und Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of man and drink his blood, ye have no life in you. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. And I will raise him up at the last day. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. For my flesh is meat indeed and my blood is drink indeed. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, He that eateth my flesh and drinketh my blood dwells in me and I in him. Der bleibt in mir und ich in ihm. Das sagt Jesus. That's what Jesus says. Und ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Lasst uns jeden Tag darüber nachdenken. Let us think about it every day. Was für einen Sieg Jesus am Kreuz gemacht hat. What victory Jesus accomplished for us on the cross. Was für ein Sieg durch das Blut Jesu geschehen ist. The victory that happens through the blood of the Lord. Was für einen starken Tausch geschehen ist. The big, big exchange that Und daran happened. Wollen wir uns erinnern mit dem Abendmahl. And every Lord's Supper we want to remember that. Und wir verkündigen den Sieg Jesu. We want to remind ourselves and we want to proclaim it to others. Mit dem Abendmahl versetzt du dich in das Erlösungswerk Jesu. With the Lord's Supper you bring yourself into the total work of redemption. Ich möchte dich ermutigen darin. I want to encourage you. Dass du das voller Glauben tust. That you do it full with faith. Denn es hat eine Wirkung. Then it, because it has a great und ist result. Wichtig für die weltweite Gemeinde. And it's very important for the worldwide church. Und Reich Gottes und Abendmahl gehören zusammen. The kingdom of God and the Lord's Supper belong together. Und vergiss niemals. And never forget. Du bist höchst begünstigt. You're highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.